Das Web heißt Facebook. Mein Name ist Philipp Sauer, ich bin von der INMAG und Sie schauen websitemarketing.ch. Als ich heute aufgestanden bin, habe ich eine News auf mashable.com gelesen zum Thema Facebook. Gerade kürzlich, das ist heute Samstag, war ich joggen und erst beim Joggen wurde mir richtig bewusst, was das für eine Tragweite, was diese Mitteilung für eine Tragweite hat. Ich bin nicht sicher, ob Sie das Social Network gesehen haben mit unserem Freund Mark Zuckerberg, der Mitgründer von Facebook, nicht gerade unbedingt ein Freund der Menschheit, mindestens müssen wir das nach diesem Film glauben. Er hat seinen einzigen und besten Freund aufs Übelste versetzt. Er hat die Idee geklaut, erstmals mitgemacht und sie dann abgezogen und sein eigenes Facebook aufgebaut. Und jetzt ist Facebook, und das ist nach dem Bericht, den ich heute gelesen habe, und der Firma Hitwise, die diese Untersuchung gemacht hat, die größte Plattform der Welt. Das heißt, dort gehen momentan 25% der Pageviews in den USA hin. Das heißt, 25% der Seitenaufrufe, die es überhaupt gibt in Amerika, und da gehört Google dazu, da gehören alle großen Portale dazu, gehen auf Facebook, eine Wahnsinnszahl, 10% sollen es weltweit sogar sein. Wenn man sich überlegt, das sind fünfmal mehr Traffic oder eben Pageviews als Google kriegt. Ich kann mir nicht genau vorstellen, wie so ein Hosting-Center ausschaut. Wir hosten für Firmen, die vielleicht täglich mal auf 100.000 Pageviews kommen. Das sind dann vielleicht 3 Server. Ich habe vor einem Jahr gehört, dass Facebook 30.000 hat. Das werden viel, viel, viel mehr sein. Das werden um die 0,1 Promille von dem, was wir hier haben. Ich sage jetzt mal, unsere Schweiz würden das hosten. Wir nehmen vielleicht die beiden oder 2 große zusammen, iWay in Zürich und Hostpoint in Rapperswil. Da gehen ja noch Leitungen durch den Zürichsee durch. Der Zürichsee, der wäre heute verdampft. Rapperswil und Zürich gäbe es nicht mehr. Unglaublich also, was sich hier im Moment abspielt. Und für mich gibt es im Moment auch keinen Grund mehr, warum man eben nicht auf Facebook drauf sein soll. Denn hier treffen sich die Menschen, das Thema Social Media Marketing, also wirklich so groß, wie man glaubt. Ich bin froh, dass wir bei der INM auf die Karte Social Media Marketing gesetzt haben. Und dies auch. Würde mich natürlich interessieren, wie verblüfft sind Sie über diese Nachricht? Wie immer hier in den Kommentaren. Mein Name Philipp Sauber, ich bin von der INM AG und das Web heißt ab heute Facebook.